Ja, hallo, ich freue mich sehr. Hi. Ja, ich bin die Elisabeth, wie du schon gesagt hast. Ich bin ja inzwischen leider nicht mehr 25 und bin schon eine Weile dabei. Ich bin Musicaldarstellerin und durfte schon ganz, ganz tolle Sachen spielen. Unter anderem natürlich Jane in Tarzan und Mary Poppins, was mich dazu bringt, jetzt wieder bei Disney im Konzert dabei zu sein. Als Mary Poppins habe ich dich sogar in Hamburg live auf der Bühne gesehen und war total verzaubert, weil du warst für mich die Mary Poppins. Oh, Also ich hätte danke mir schön. keine andere vorstellen können. Oh, danke, das freut mich. Wie weit begleitet dich Mary Poppins oder auch Jane in deinem Alltag? Wird man die Rollen irgendwo los oder behält man sich immer so ein bisschen was davon? Also, ich bin ja der Meinung, dass man aus jedem Stück, das man spielt, immer ein bisschen was mitnimmt. Ist ja klar, weil in der Zeit, und wir spielen das ja auch sehr lange dann, also en Suite-Produktion, also mindestens ein Jahr, und ich habe alles ja immer auch ein bisschen länger gespielt. Und dann lebt man das natürlich extrem lang und extrem viel, und in der Zeit entwickelt man sich ja als Mensch auch weiter. Das heißt, ich glaube, man kann gar nicht anders, als da ein bisschen was auch mitzunehmen. Und deswegen ist das bestimmt alles mit reingemischt, aber welche Seiten das jetzt genau sind, ist für mich natürlich total schwer zu sagen, weil wie gesagt, das ist dann alles so ineinander gemorpht, als ich dann das so gespielt und gelebt habe. Das müsste man dann vielleicht jemand anderen fragen, der mich gut kennt, was ich da jetzt mit rausgenommen habe. Muss ich meinen Mann mal fragen. Wie weit bist du denn noch drin in der Mary Poppins? Kannst du uns da noch ein paar Fragen zu beantworten? Du, das werden wir gleich sehen, oder? Wer schrieb denn zum Beispiel die Vorlage von Mary Poppins, sowohl für die Disney-Filme als auch für das Musical? Wer hat Mary Poppins gemacht? Julian Fellows. P.L. Travers war Oh, diejenige, Pia, du die meinst das wirklich die Buch, ja, Geschichten die geschrieben hat. Vorlage. Ich dachte, du meinst Genau. das, ja, das Stück, okay. Wer schrieb denn die Lieder und komponierte die Musik? Oh Gott. Die spielten auch eine wichtige Rolle bei dem Spin-off Saving Mr. Banks. Ich weiß das alles, aber ich bin so schlecht mit Namen. Sag mir mal den ersten. Richard? Oh, das ist gemein, die heißen alle Richard. Die Engländer. Okay, das darfst du nachher alles nicht zeigen, das muss alles weg. Nein, sorry, ich bin total schlecht mit Namen. Ich habe 2 Jahre nicht geschlafen. Ich komme jetzt tatsächlich nicht drauf. Richard M. Sherman und sein Bruder Robert B. Sherman. Die Sherman Brothers, yes. Ja, okay, du musst ein bisschen leichter gehen für mich. Okay, wo wohnt Familie Banks? Wo wohnt Familie Banks in der Cherry Tree Lane? Genau. Kannst du ungefähr einordnen, wann die Geschichte spielt? Wann spielt die eigentlich? Siehst du, das sind alles Sachen, die ich natürlich wusste. Das ist natürlich die viktorianische Zeit. Wann ist jetzt? Ja, Ja, oh. kurz vorm Ersten Weltkrieg sagt man Ja. nur, dass es angeordnet sind. Was macht George Banks von Beruf? Er ist Banker. Und Bird? Bird ist eigentlich alles, ne? In dem Film ist er kurz Schornsteinfeger, aber Bird kann ja alles sein, was er gerne möchte. Genau. Mary Poppins als Kindermädchen kümmert sich um wen? Jane und Michael. Genau. Und was ist das oder was sind die zwei wichtigsten Accessoires, die Mary Poppins mit bei hat, als sie ins Haus der Banks kommt? Ihr Schirm und ihre Tasche. Super. Ist doch gar nicht so schlecht. Also vieles, Ja, vieles aber muss also man. Namen, da bin ich wirklich, da bin ich, war ich immer schon wahnsinnig schlecht. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie meine Lehrer hießen, die ich jemals hatte, dann würde ich wahrscheinlich auch keinen einzigen Namen mehr wissen. Schlimm. Solange man die eigene Familie kennt und den Freundeskreis, ist alles gut. Aber ist das nicht witzig, ne, dass man sich so ganz verrückte Texte und Lieder und alles merken kann, aber Irgendwann mal Namen? formelst du expialidisch, keine Ahnung warum, das hat man irgendwann einmal im Kopf und vergisst es nie wieder. Ja, und Namen, naja. Das stimmt. Ich stehe dazu. Alles gut. Welche Gesangsrollen wirst du denn während der Tour singen? Ziemlich viele, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht immer, man weiß ja immer gar nicht, was man alles verraten darf. Aber so ein paar Sachen, glaube ich, sind recht klar. Also ich werde natürlich was aus Tarzan singen. Ich glaube, da wären wir auch alle ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn Anton und ich da zusammen stehen und wir singen nichts aus Tarzan. Also das wird auf jeden Fall drin vorkommen. Ich werde etwas singen aus Herkules, was mich sehr freut. Ich liebe Herkules.
Ich werde etwas singen aus Encanto, Sehr schön. was mich auch sehr, 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 sehr freut, weil die Musik ist ja nochmal ganz, ganz anders und ganz modern und oh, wunder, wunderbar. Genau, also das sind jetzt mal drei. Was haben wir denn noch? Ich darf einen ganz schönen Song singen aus Coco als Schön. Duett. Ja, also es ist sehr, sehr viel dabei. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir dieses Jahr noch mehr Ensemble füreinander singen, als wir das im letzten, also einmal durfte ich das ja schon machen, da haben wir auch schon viel Ensemble füreinander gesungen, aber diesmal ist es, glaube ich, noch mehr. Also ja, die Liste der Songs, die ich lernen muss, ist sehr lang. Hast du schon irgendeine Melodie im Kopf, die du uns mal ansehen kannst? Also ich singe tatsächlich, ich warten, dass ein Wunder kommt, singe ich ziemlich viel momentan. Das werde ich singen aus Encanto. Was ist das? Ich werde Berge versetzen, Bäume und Blumen zum Blühen bringen. Ich kann's nicht erzwingen, wohin soll ich springen? Ich warte, dass ein Wunder kommt, ein Wunder kommt. Zum Beispiel. Da ist schon so viel Kraft dahinter. Ja, aber Super. das ist auch so ein kraftvolles Lied, oder? Ich habe das bekommen und ich kannte das gar nicht. Ich hatte den Film noch gar nicht gesehen. Ich bin ja total Disney-Fan, ich gucke mir alle Filme an. Aber ich hatte mir den immer aufgespart, weil ich immer gedacht habe, nee, den kann ich jetzt nicht einfach so abends noch, wenn ich so müde bin, das muss schon irgendwie ein toller Moment sein. Und dann, da habe ich die Anfrage bekommen und dann stand da Encanto und ich war so, okay, jetzt ist der Moment. Und dann habe ich es mir angeschaut und habe natürlich gleich gewusst, dass ich dieses Lied singen darf. Und oh, ja, es ist wunderschön. Und ich finde es auch ganz cool, dass es keine Ballade ist. Ich bin ja privat auch echt ein Fan von Uptempos, weil ich immer das Gefühl habe, die haben so einen tollen Zug nach vorne und da kann man so mitgehen und man spürt den Rhythmus so. Ja, und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut über das Lied, wie du wahrscheinlich merkst durch meine Reaktion. Kaum, kaum. Die Euphorie hält sich noch so in Grenzen. Was ist persönlich dein liebster Disney-Film? Das ist immer so schwer. Ich glaube, das muss ich wirklich sagen, musikalisch, rein musikalisch. Und weil ich privat auch ein ganz, ganz interessiert, also ich bin ganz, ganz interessiert in griechische Mythologie, war ich schon als Jugendliche, war einfach Herkules für mich immer so dieser Film, wo ich dachte, wow, ich finde, wenn da das Opening schon losgeht mit diesen Nymphen, die da singen, da denkt man immer, was soll denn jetzt noch kommen? Und der Humor gefällt mir auch sehr. Ich bin einfach jemand, der wahnsinnig gern lacht und ich finde den Humor. Also eine Stelle, die habe ich wirklich jahrelang immer wieder meinem Mann vorgeplappert und der lacht schon lange nicht mehr drüber. Oh, bist du noch da? Du bist gerade Naja. eingefroren, glaube ich. Ja, okay. Ist immer, wenn die Meg durch den Wald geht und dann kommt dieses Häschen und dieser kleine, was auch immer das für ein Tier ist. Und dann sagt sie so, oh, wie süß. Zwei Stinktiere auf dem Weg nach Disneyland. Also Stimmt. da, ich habe mich totgelacht, immer. Es gibt auch so viele schöne Easter Eggs, überall verteilt in allen Disney-Filmen. Bist du jemand, der diese Easter Eggs auch wirklich erkennt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Muss ich wirklich sagen, ich bin so jemand, der immer so total drin ist und ich bin auch privat so, ja, naiv ist jetzt so ein sehr belastetes Wort, sag ich jetzt mal, aber ich sehe viele Dinge nicht, die ich nicht sehen will oder die gerade nicht so in mein Bild passen. Also wir können wirklich irgendwo spazieren gegangen sein und jemand sagt mir, boah, hast du das gesehen? Die standen da und haben irgendwie irgendwelche Deals gemacht. Und ich denke so, was denn? Ich habe nur die tollen Häuser gesehen und die Sonne schien. Und ja, da bin ich manchmal so ein bisschen verblendet, vielleicht in dem Moment. Deswegen glaube ich, würde ich das gar nicht sehen, unbedingt. Wir würden uns sehr gut verstehen, weil ich kriege das auch immer nicht mit, was dann irgendwo da hinten ist. Ah, wirklich? Okay. Ja. Siehst, da bin ich nicht die Einzige. Wenn du dich als Disney-Figur sehen würdest, was wärst du? Wärst du eine Prinzessin oder wärst du jemand eher, der vor der Krone davon rennt? Ich weiß es nicht, die Prinzessinnen heutzutage, also was heißt heutzutage, die Disney-Prinzessinnen sind ja eigentlich gar nicht so sehr das Klischee einer Prinzessin per se, das man jetzt vielleicht so im Kopf hätte, wenn man das Wort hört, sondern das sind ja alles immer so
recht rebellische junge Damen, die dann auch wirklich ihren Kopf erstmal durchsetzen müssen und sicher gehen, dass das auch alles so läuft, wie die das gerne hätten und dass sie vorher noch irgendwie ihre Träume sich erfüllen. Deswegen, also so eine Art von Prinzessin könnte ich schon sein. Ich wäre auf jeden Fall keine besonders ernsthafte Disney-Figur, sondern eher so ein bisschen eine spaßige, lustige, vielleicht ein bisschen verpeilte manchmal. Ja, aber das sind ja auch viele Prinzessinnen tatsächlich in den Disney-Filmen, muss man sagen. Wenn man Rapunzel nimmt, Genau, die zum Beispiel, ja. mit ihrer Haarschauke sich durch die Lüfte schwingt. Ja, also in die Richtung, so eine Prinzessin könnte schon sein. Welche Disney-Songs liegen dir besonders am Herzen? Ich glaube, das kam wahrscheinlich einfach zusammen. Der Film kam raus. Ich war genau in dem gleich oder genau in dem richtigen Alter, um da irgendwie mich reinfühlen zu können. Das war Ariel tatsächlich. Deswegen war auch eines der ersten Lieder, die ich damals in der Ausbildung vor Publikum gesungen habe, war Ein Mensch zu sein. Und das ist ja bis heute noch so einer der Songs. Also das singe ich schon ewig und habe das schon so oft überall in verschiedenen Konzerten und hier und da und eben in der Schule schon gesungen. Das ist so ein Lied, das mich sehr begleitet. Dann wirklich die Musik, tatsächlich muss ich sagen, so allgemeine Musik von Herkules, weil die mich einfach komplett umgehauen hat, als ich die gehört habe. Gibt es von Herkules einen Song, der jetzt vielleicht eher für die Männerstimme gedacht ist, wo du sagst, ach, den würde ich so gerne mal live performen? Ja, natürlich, also Go the Distance ist natürlich, ja, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das höre. Und ich muss sagen, das letzte Mal hat es der Anton ja gesungen und ja, ich saß wirklich immer hinter der Bühne. Wir waren da in der Blackbox, haben uns umgezogen. Ich habe es gehört und das liegt ihm natürlich auch wahnsinnig gut. Und Anton singt ja sowieso alles, auch mit so viel Gefühl. Und ja, das Lied ist natürlich ein Traum. Traum für ihn und dann für mich ein Traum anzuhören. ja, das ist natürlich toll. Aber ich muss sagen, gerade diese ganzen Gospel-Sachen, die Nymphen eben singen, also das ist, da kann man ja gar nicht still sitzen. Das geht ja gar nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Da muss man ja aufspringen und tanzen und mitsingen. Also jeder, der das Gefühl nicht hat, der spürt den Beat nicht. Ich weiß Schön gesagt. es nicht. Bist du mit deiner Liedauswahl, die du bekommen hast von Disney, komplett zufrieden? Oder gibt es da halt noch irgendwas, wo du gesagt hast, ach schade, den Song hätte ich auch noch ganz gern gehabt? Ich war total überrascht, muss ich sagen. Aber das liegt natürlich daran, dass ich bin ja jetzt nachgekommen sozusagen. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich jetzt noch mit dabei sein kann. Das war ja gar nicht geplant. Das war für mich auch eine große Überraschung. Und deswegen habe ich vielleicht auch so ein bisschen ja andere Lieder, als ich möglicherweise erwartet hätte, weil die natürlich eigentlich gar nicht für mich vorgesehen wurden. Obwohl ich dazu sagen muss, das Programm wurde auch noch mal ein bisschen geändert. Für mich tatsächlich persönlich, was ich mega nett und toll finde, dass sich da jemand nochmal die Mühe macht, weil ich bin natürlich als Sänger engagiert. Im Prinzip sagst du mir, das musst du singen und das muss ich dann singen. Ne? Deswegen ist das schon toll, dass man da, dass dann noch auf einen eingegangen wird und geguckt wird, ah nee, wenn du dabei bist, machen wir das nochmal so und so. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Glück, weil ich jetzt Lieder singe, die ich vielleicht sonst gar nicht gesungen hätte. Also ich weiß nicht, ob ich sonst unbedingt einen Song aus Encanto gesungen hätte oder ich singe zum Beispiel auch einen Song aus Brave. Ja, und das sind so Songs, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich sonst eher so Sachen gesungen, die ich schon kenne und ja, wo ich eher gedacht hätte, die liegen mir. Aber das ist total schön, weil ich jetzt neue Sachen ausprobieren darf, neue Songs singen darf, die ich noch gar nicht vorher gekannt habe. Und es macht mega viel Spaß und deswegen war das, glaube ich, so ein bisschen Glück im Unglück eigentlich, dass das gar nicht so geplant war. Aber du teilst dir die Gesangspart mit Judith, hat sie vorhin gesagt. Ja, genau, richtig. Also das war eben, weil wir jetzt ja dazugekommen sind. Das Konzert wurde ja verschoben tatsächlich. Wir mussten ja jetzt alle warten. Und deswegen konnte die Lisa das jetzt nicht mehr machen. Und ich kann aber nicht alle Daten und Judith kann auch nicht alle Daten. Also hat es genauso gepasst, dass wir jetzt sagen, ich mache die erste Hälfte oder ganz bisschen mehr als die Hälfte und sie macht dann eben diese letzte Woche. Und für mich ist das prima, weil ich dann meine anderen Shows noch spielen kann und für sie ist es super, weil sie es dann machen kann, ne? Und also
wir können es beide machen, aber wir können trotzdem auch noch unsere anderen Shows spielen. Es ist eigentlich wirklich optimal und perfekt und besser hätte man es nicht planen können. Und es ist nur, das einzig Blöde daran ist, dass ich nicht mit der Jule zusammen auf der Bühne stehen kann, muss ich wirklich sagen, weil wir sind uns zwar nur einmal begegnet, aber wir haben zwischendurch auch mal ein Projekt zusammen gemacht und mal irgendwie telefoniert und so. Und ich finde sie so toll und ich mag sie so gerne und ich bin selber so ein Fan von ihr. Ich hätte so gerne das mit ihr zusammen gemacht. Ja, jetzt leider schütteln wir uns nur die Hand und In ja. Berlin ist sie Backstage dabei, hat sie mir vorhin verraten. Genau, immerhin Backstage, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir dann eben gemeinsam vielleicht auch mal was singen können. Aber das ist ja jetzt diese Tour. Vielleicht gibt ja noch viele andere Konzerte und viele andere Möglichkeiten. Genau, bei Vielleicht der machen wir nächsten das damit noch vielleicht. mal in Zukunft, ja. Gibt es die Absprache zwischen euch, dass ihr trotz der gleichen Songs und der gleichen Parts die irgendwie unterschiedlich anlegt? Also, ich glaube, da müssen wir uns gar nicht absprechen. Das wird einfach ganz automatisch so passieren, weil wir einfach zwei unterschiedliche Frauen sind, zwei unterschiedliche Künstlerinnen sind. Und wie du schon gesagt hast, als ich diesen kleinen Teil gerade gesungen habe, in mir wird die Musik was anderes bewegen als in ihr, weil ich einfach woanders stehe im Leben, andere Erfahrungen gemacht habe, eine andere Emotionalität auch habe irgendwie. Jeder kommt ja von woanders, ne? Und deswegen wird das sowieso ganz anders sein, denke ich. Hast du dir jetzt die Disney-Filme, wo du jetzt weißt, du singst einen Song daraus, nochmal angesehen? Oder wirst du sie dir nochmal ansehen als Vorbereitung? Also ich habe mir die ganzen Filme tatsächlich nicht nochmal angesehen. Ich habe mir, wie gesagt, Encanto sofort nochmal angeschaut. Ich glaube nicht, dass ich den ganzen Film nochmal sehen werde. Ich höre mir die Originale auf jeden Fall immer nochmal an, weil ich finde die Originale bei Disney auch immer schon so perfekt und auf den Punkt, dass ich da jetzt gar nicht irgendwie großartig künstlerische Freiheit walten lassen möchte und das jetzt neu interpretieren, sondern ich lasse mich da sehr vom Original nochmal inspirieren. Wie sieht deine Vorbereitung konkret dafür aus? Ich habe die Noten bekommen, das ist natürlich immer so der erste Schritt, um alles mal anzuschauen und dann lernen, als erstes natürlich Text lernen, Song lernen und dann singen, immer wieder gucken, was passiert das erste Mal, wenn man singt, fühlt man was anderes, als wenn man es das 10. Mal singt, ne? Sondern einfach immer wieder machen, immer wieder Repetition, 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 bis es in den Körper geht. Ist denn dein Mann noch begeistert davon, dass du bei Disney auf der Bühne stehst, oder sagt er jetzt schon, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören? Nein, der freut sich total. Also der ist natürlich auch so ein bisschen, für uns ist das organisatorisch jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir ja ein kleines Kind haben. Das heißt, da ist er, glaube ich, auch so ein bisschen, hat er ein bisschen Respekt vor, weil ich dann wirklich ja auch viel länger weg bin, als ich das bisher war. Also bisher war ich immer mal eine Nacht weg, weil ich dann in Bonn gespielt habe und das machen die natürlich super, einen Tag und eine Nacht. Aber dann, also ich bin dann, glaube ich, mindestens eine Woche, wenn nicht sogar 10 Tage komplett weg. Ja, Das das ist ist für natürlich mich schwierig. natürlich Wahnsinn, aber das ist für ihn dann natürlich auch, dann ist er natürlich auch ja in dem Moment ein bisschen alleinerziehend hier zu Hause. Also, aber der freut sich total, weil er weiß auch, wie viel Spaß mir das gemacht hat und weil er sich einfach, ja, also er freut sich sowieso immer, wenn ich Erfolg habe. Wir sind da Das ist sehr, wir schön. freuen uns einfach sehr füreinander und er feiert mich da eigentlich sogar mehr als ich mich selber. Wenn ich so eine Anfrage kriege, bin ich mal so, okay, ich habe da eine Anfrage und er ist immer so, yay, wie cool, herzlichen Glückwunsch. Deswegen, ja, Das der freut nennt sich man auf jeden Fall. Teamarbeit und finanziell, nicht finanzielle, familiäre Unterstützung. Ja, das stimmt. Nee, er freut sich wirklich immer sehr für mich. Das ist schön zu hören. Nimmst du denn als Mutter Disney jetzt anders wahr? Ja, man nimmt als Mutter ja alles immer viel emotionaler wahr. Also wenn ich dachte, ich bin vorher schon emotional, dann ist es jetzt ja eine absolute Vollkatastrophe. Ich kann ja nichts mehr gucken, ohne nicht sofort in Tränen auszubrechen. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ja, also ich dachte, das hört dann irgendwann nach der Schwangerschaft mal auf, weil die Hormone, die sind ja in der Schwangerschaft auch noch sehr extrem. Das heißt, ne, man muss nur irgendwo. Also ich erinnere mich, ich saß im Flugzeug und die hatten nicht mehr das Essen da, was ich bestellt hatte, was eigentlich wirklich kein Problem ist. Ich bin gar kein komplizierter Mensch, was das angeht. Ja, aber ich weiß noch, wie ich dann da saß,
zwar lächelnd, aber mir liefen die Tränen. Ich so, das ist kein Problem, es ist wirklich okay. Und der Flugbegleiter war, ja. Und so ein bisschen habe ich das aber tatsächlich behalten. Das heißt, also, als ich auch Encanto gesehen habe, ja, ich habe natürlich also geheult und geheult und geheult und ja, Coco gesehen und geheult und geheult und geheult. Ja, Also, nicht, ja. ja. Aber ich glaube, es ist jetzt wirklich alles nochmal eine Stufe intensiver, weil man es irgendwie einfach sofort auf das Kind irgendwie überträgt, natürlich, ne? Und ja, das ist natürlich Bist du alles. jemand, der dem Kind dann abends was vorsingt? Ich habe jetzt schon einige interviewt, die gesagt haben: Oh Gottes Willen, nein, wir sind Sänger, wir singen zu Hause privat gar nicht. Für was Doch, geht's da? wir singen tatsächlich viel zu Hause, weil sie einfach gerne Musik mag und sie immer, wenn sie darum bittet, dass ich ihr was vorsinge, singe ich ihr auch was vor. Also ich habe ihr als Baby viel vorgesungen. Sie war ein, ja, nicht so ganz pflegeleichtes Baby. Also sie hat tatsächlich sehr, sehr viel geweint als Baby und das war so eine Sache. Also wir sind viel rumgelaufen, viel geschuckelt, viel getragen und viel gesungen, weil meine Hebamme damals schon gesagt hat, also singen und singen und singen, deine Stimme hören und diese Musik und dieser Rhythmus und die Vibration, das beruhigt die Kinder. Und da muss ich sagen, das stimmt 100%. Also das haben wir mit ihr immer schon gemacht. Und sie ist auch ein Kind, wenn wir denn die Einschlafbegleitung abends machen, sie ist ja 2 Jahre alt, die ist natürlich jetzt schon sehr clever, ne? Und dann weiß sie schon so, nee, jetzt will ich eigentlich noch nicht schlafen. Und dann immer so, Mama, Geschichte, Mama singen, Mama noch mehr singen. Welches Lied möchtest du denn? Möchtest du das Lied? Nein. Okay. Möchtest du das Lied? Nein. Möchtest du das Lied? Ja. Okay. Dann singe ich das. Nein, Mama, nicht das singen. Okay, nicht das. Also. Ich bin hier schon, ja, also ich bin hier mit ihr. Sie ist schon gut dabei mit uns. Also ich habe hier schon einen neuen Arbeitgeber, der mir hier sagt die ganze Zeit, was ich zu singen habe. Aber wenn ich dann meinen eigenen Song singe, zum Beispiel jetzt wie für Disney-Konzert, wenn ich übe, dann heißt es immer, nein, Mama, singen. Also entweder ich mache es noch nicht gut genug oder ich singe die falschen Lieder oder ich weiß nicht, aber ich höre oft, nein, Mama, singen. Aber ist sie denn jetzt schon im Frohsinnalter angekommen? Nee, da ist sie noch nicht angekommen. Also, sie darf Fernsehen schauen und sie schaut auch dann mal so Mickey Mouse Clubhouse. Ich weiß nicht, das kennen dann wahrscheinlich auch eher die Eltern mit kleineren Kindern oder die, ne, Leute, die kleine Kinder in der Familie haben. Das kann sie schon gut schauen, aber so die Aufmerksamkeitsspanne für so einen Film ist auf keinen Das Fall ist noch das. da. Ja. Aber so Und Drama, ich lasse jetzt los. Das ist, also alle Eltern, die ich kenne mit kleinen Mädchen, die hören das von früh bis spät. ah ja, nee, das ist bei uns tatsächlich nicht. Wir sind eher noch in der Baby Shark, im Baby Shark Stadium bei uns zu Hause. Also Baby Shark in allen Variationen und einfach Kinderlieder. Also Ja. ganz oft ist es so, dass wir normale Musik, ne? Das ist ja auch normale Musik, aber dass wir einfach mal irgendwo ein Radio anmachen oder so. Und das mag sie dann noch nicht so gerne, aber ihre Kinderlieder kann sie den ganzen Tag hören. Das ist schön. Und ich meine, was kann einem Kind dann Besseres passieren, als wenn es eine professionelle Mama zu Hause hat, die auch alle Lieder theoretisch singen kann? Ja, ich weiß immer gar nicht, ob sie das so toll finden, weil Kinder mögen ja eigentlich lieber gerne selber vorsingen. Ne? Das ist ja immer deswegen, wenn ich dann singe, glaube ich, ist dann auch auf Nein, Mama, weil das ist dann ihr Ding. Sie möchte gerne singen, aber ich höre dann natürlich auch auf, um Gottes Willen, sie soll auch singen. Ja, aber es ist natürlich schön, weil sie einfach Spaß an Musik hat und auch gerne tanzt und auch ein bisschen singt, dass es bei uns so was Normales ist, weil was einfach dazugehört. Ne? Ich glaube, das ist dann vielleicht auch nicht in jeder Familie unbedingt so. Ja. Nee, nicht mehr so wirklich. Auch Reime sind jetzt nicht mehr so, sag ich mal, angesagt irgendwie. Okay, ja, siehst du, bei uns geht das natürlich ohne gar nicht irgendwie, ne? Ja, besser ist auch. Ja. Worauf freust du dich bei Disney in Konzert am meisten? Also erstmal freue ich mich, wenn das alles steht, die ganze Sache, weil durch diese kurzen Tage nur, die wir zum Proben haben, also kurze Tage ist genau falsch rum, also sehr lange Tage, aber wenige Tage und sehr, sehr lange. Das ist immer alles sehr, sehr intensiv und auch ein bisschen stressig, weil natürlich viel Information auf einmal irgendwie kommt. Aber wenn man die dann einmal verarbeitet hat, wenn man dann einmal weiß, was man tut, dann geht ja so ein bisschen dieser Showalltag los. Und das ist erstmal immer so der
der erste Moment, wo man einmal so ein bisschen durchatmen kann. Darauf freue ich mich, dass ich dann eben weiß, was ich tue. Und dann, ich freue mich immer sehr über, ja, über die, ja, es klingt jetzt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, über die ganze Gesamterfahrung. Also ich freue mich darauf, mit den Leuten zusammen hier die Garderobe zu teilen und irgendwie Geschichten zu erzählen und sich auszutauschen, über Sachen zusammen zu lachen, auch über Sachen sich zusammen zu ärgern, passiert ja auch fast noch öfter eigentlich, ne? Dass man irgendwie sagt, oh, das schon wieder oder das. Also so dieses ganze Erlebnis hinterher mitzunehmen, irgendwie, das ist Das immer, glaube ich. ja. Ihr kreiert ja quasi auf der Bühne eure komplett eigene Welt, weil die ganzen Disney-Songs wären ja aneinandergereiht, aber nicht nur Elisabeth, du singst jetzt das, danach kommt Anton, der singt jetzt das, sondern es gibt ja ein drumherum ein Konzept, es gibt ja einen Rahmen, dass alles eingebettet wird. Ja, genau. Das haben die echt, also ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen beim ersten Mal, wie man das so machen kann, weil ja die Filme auch wirklich unterschiedlich sind. Und zuerst dachte ich, ist dann alles so sehr tragisch, weil es gibt ja viele Balladen, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, stimmt gar nicht. Es gibt ja auch super viele Uptempos und tolle, lustige Lieder, ne? Und deswegen, es ist irgendwie, klappt es total gut, diesen Faden. Natürlich, die Moderation dazwischen ist immer wichtig, ne, damit man nochmal abgeholt wird und dann wieder rübergebracht in die nächste Geschichte. Weil das ist ja eine Sache, die Disney besonders gut kann. Die fangen dich einfach sehr ein in dem Moment. Ne? Also man erlebt das ja nicht nur so mal nebenbei mit oder so oberflächlich, sondern man ist ja wirklich extrem drin immer, als Zuschauer wie als Sänger. Und da ist es immer ganz wichtig, dass dann jemand auch hinterher die Geschichte für dich einmal abschließt. Sich, ne, einmal wieder da aus der Welt abholt und dich in die nächste Welt rein begleitet. Also das ist schon gut. Ich glaube, das ist auch einer der großen wichtigen, ja, Tricks, ne? Also einer der Techniken, die dann wirklich hilft in dem Moment, den Faden zu behalten, ja. Ja, das ist halt sehr schön, dass halt auch ein paar Filmmomente auch wirklich eingespielt werden aus dem Film. Dass man halt auch die Figuren sieht und weiß, ah, okay, jetzt sind wir in dem und dem Film. Das finde Genau. ich halt sehr schön. Weil es gibt ja keine Kulisse in dem Sinne, wie man es jetzt vom Musical gewöhnt ist. Genau, also es ist auf keinen Fall Musical. Also das ist wirklich eine ganz interessante Mischung, denn es gibt ja auch Choreografien, also wir werden auch tanzen, ne? Und wir singen die Songs irgendwie als der Charakter, aber ja irgendwie auch nicht, weil wir sind ja auch nicht im Kostüm in dem Sinne, zwar in einem stilistischen Kostüm vielleicht oder vielleicht einfach nur in einem Kleid, ich weiß es noch gar nicht. Und ja, dann finde ich es aber toll, dass der Fokus auch so klar gesetzt ist, dass man sagt, nein, es geht jetzt hier um den Song aus diesem Stück. Es geht jetzt nicht um den Sänger, der da steht, und es geht auch nicht um, ne, sondern es geht um die Musik. Darum sitzt ja das Orchester auch dort. Hat ja eigentlich die Hauptrolle, seien wir mal ehrlich. Das Orchester ist ja die Hauptrolle in dieser, ne, Inszenierung, sage ich mal, bei diesem Konzert. Und dann ist es aber einfach der Film. Also der Song ist der Star. Und das finde ich auch total schön, dass man das einfach sofort ganz klar erkennt, wo der Fokus gesetzt ist. Das ist halt so ein Mix, finde ich, auch für den Zuschauer. Man sieht dann halt Elisabeth auf der Bühne stehen, aber in dem Moment dann vielleicht als Mirabelle aus Encanto oder Ja, eine andere und man Figur. muss auch zum Beispiel, man muss mich dann auch gar nicht anschauen, ne, wenn ich das singe. Also das ist ja auch so, wenn man jetzt zu einem Konzert von irgendjemandem geht, du guckst ja, du bist da hingegangen, um diese Person zu sehen. Und die Leute, die jetzt eben zu diesem Konzert kommen, die kommen ja nicht, um uns zu sehen in dem Sinne, sondern die kommen, um diese Lieder zu hören und um diese Charaktere zu sehen. Und das finde ich ist auch genau richtig so inszeniert, dass man auch sieht, okay, wir sind auf den Leinwänden auf der Seite. Das heißt, wenn man möchte, kann man sich den Sänger anschauen dabei. Wenn man aber komplett eintauchen möchte, dann schaut man sich einfach den Ausschnitt an und bekommt eigentlich gar nicht so richtig mit, wer das jetzt singt, weil im Endeffekt ist das jetzt auch nicht vielleicht so wichtig in dem Moment, ne, für den Zuschauer. Und das ist sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Erlebst du das auch selber, wenn du halt in dem Moment nicht auf der Bühne stehst, sondern Backstage bist und ein Kollege singt, dass du halt komplett in diese Welt eintauchen kannst? Ja, also ich muss dazu sagen, die Backstage-Romantik ist natürlich immer nicht so sehr gegeben. Ne, dann sitzt man dann vielleicht doch mal in so einer kleinen Blackbox und zieht sich gerade mal um, hat was zu tun oder steht zwischen so einem Haufen Kisten und Kabeln und Technikern. Das Romantisch. ist dann, genau, das ist dann, also wie gesagt, Backstage-Romantik ist nochmal was ganz Spezielles. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt gerade Zeit habe oder wenn ich weiß, oh, ich habe gleich einen Auftritt um
vielleicht nicht unbedingt mein Solo zu singen, weil dann ist man ja doch noch mal ein bisschen bei sich selber, aber ich trete gleich auf und singe irgendwie Ensemble mit oder so, dann klar steht man die ganze Zeit da und dann schaut man sich den Kollegen an, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin auch jemand, der mir dann auch tatsächlich den Bildschirm anguckt und gar nicht so sehr den Kollegen. Weil das natürlich auch total zieht, ne? Der Fokus, dieser riesige Bildschirm mit den, ja, mit den Ausschnitten. Hast du noch irgendeine kleine Kostprobe für uns? Die Noch gerade. eine. Was singe ich denn noch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute diesen Song kennen aus Brave, den ich auch singe. Der Touched Sky singe ich nämlich auch. Das ist ja gar nicht, glaube ich, so wahnsinnig bekannt, der Brave. Das singt im Schwierig. Original eine Popsängerin, was für mich natürlich auch nochmal eine Herausforderung ist, weil ne, das ist ja nochmal ein ganz anderer Stil, auch mit so einem richtig tollen schottischen Akzent. Das kann ich natürlich auch nicht. Aber das ist, geht so ein bisschen los in When the cold winds are calling and the sky is clear and bright, misty mountains singing that can lead me out into the light. I will ride, I will fly. Chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Also, das wäre noch ein Ausschnitt. Sehr, sehr schön. Danke. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, dass es Ja, geklappt sehr hat, dass gerne. du uns so ein bisschen mitgenommen hast, halt in die Welt hinter Disney in Konzert und uns schon ein bisschen was verraten hast. Ja, sehr gerne. Also, ich hoffe natürlich, das hat das Interesse geweckt nochmal. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der uns da besuchen kommt.